Willkommen zurück bei einer kleinen Runde Pokémon Heart Gold mit Mats und mir. Wir setzen unser großes Pokémon-Abenteuer fort nach einer kleinen Pause. Aber für euch gab es keine Pause, da bin ich schon mal sehr froh drum. Denn zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das hier aufnehmen, sind gerade mal 3 Folgen erschienen von diesem Let's Play. Das heißt, die Beschwerden, die ihr in den Folgen 4 bis 10 habt, die können wir gerade nicht mehr aufgreifen, die kommen dann später. Das habt ihr jetzt davon. So. Mats, weißt du denn noch so halbwegs Bescheid, was du für Pokémon hast? Ja, so? Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, hier, haha, lustig, Pokémon, was war denn das? Ich finde es aber hier sehr schön, dass ich hier so Öhrchen habe. Das sieht so aus, als hätte so kleine Hundeöhrchen. Ja, stimmt. Aber du bist ja ein Furry. Es ist nur das hier. Nee, ich habe natürlich gerade eben schon, wenn wir hier alles vorbereitet haben, mich noch so ein kleines bisschen umgeguckt in diesen Menüs und bin schon wieder sehr begeistert, dass das dieses Mal alles geht und dass man so direkt laufen kann und kein Fahrrad und jedes Mal diese ganzen Komfortfunktionen. Immer noch schön. Ich habe aber ein bisschen vergessen, was wir jetzt vorhatten. Wir waren in den Ruinen, wo du die Inkognitos kennengelernt hast. Genau. Und das ist quasi so eine Sidequest, wenn ich mich nicht irre. In denen man die halt sammeln kann. Aber eigentlich wollen wir weitergehen in die nächste Region. Richtig, du kannst ja auch mal den Pokémon, wollte ich gucken, du weil ja da mal gab's den noch Professor eine Karte, ne? Anrufen oder so. Meinst du, die sagen wir, wo es lang geht? Das kann sein. Dass wir in Viola City gerade sind, das habe ich natürlich sofort gesehen anhand. Das ist übrigens 12.29 Uhr am Freitag hier. Stimmt sogar, oder? Ist es das? Ja, doch. Hast recht. Oh, das ist ja... eingestellt, nachdem woher weiß das Spiel das? Nachdem wir erst vor 7 Jahren angefangen haben. Haben wir nicht noch Dinge hier getan? Wir sind in der Auflösung, hast du ein bisschen was verändert? Da wollte ich auch noch drauf hinauskommen. Genau, uns wurde einmal der Tipp gegeben, dass man ja die Spiele in Originalauflösung auf dem 3DS spielen kann, wenn man Start gedrückt hält. Gilt für Advance, Game Boy und DS-Spiele. Das wusste ich auch schon, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so einen Unterschied macht. Aber es sollte jetzt ein bisschen schärfer aussehen, weil jetzt das gestreckte Bild nicht mehr vom 3DS gestreckt wird, oder zumindest nicht mehr so sehr, sondern vor allem durch mich im Schnittprogramm. Und das Schnittprogramm ist da drin wahrscheinlich ein bisschen besser als der 3DS, wodurch es beim 3DS immer so ein bisschen verwaschen wirkte. So, das heißt, das Bild sieht hoffentlich ein bisschen besser aus. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wenn man es nicht bemerkt. Genau. Und das sei an dieser Stelle nochmal angemerkt. Und die Textgeschwindigkeit haben wir ein bisschen höher gestellt. Genau, weil da aber auch ein paar Hinweise drauf kamen. Ja. Wen wollte ich anrufen? Einen der Pokémon-Professor. Ich rufe erst mal meine Mutter an. Ja, Lind vor allem. Ja, vielleicht sagt dir die Mutter auch, hey, übrigens. Hallo? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Alles in Ordnung? Oh, du bist die Viola City. Wenn mich nicht alles täuscht, steht dort doch der Knofenser-Turm, oder? Bist du schon einmal dort gewesen? Da waren wir schon. Oh, Thomas, du sparst ja gar nicht. Oh, möchtest du nicht versuchen zu sparen? Nein. Ich habe jetzt aus Versehen auf Sparen geklickt. Nein, warum? Weiß nicht, jetzt haben wir ein bisschen gespart. Ist doch auch nicht schlecht. Man muss ja auch mal ein Vorbild sein für die ganzen Leute da draußen. Ich möchte dir und unseren Zuschauern mal was zeigen. Oh, weia. Weil uns wurde etwas zugeschickt, was ich super drollig finde, vom Moritz. Nämlich der Patte-Berater zu Grundlegendem in Pokémon Heart Gold und Soul Silver. Okay. Das hat jemand gebastelt mit so Tipps zu den Änderungen in dem Spiel im Vergleich zu den Vorgängern. Krass. Finde ich voll süß. Meinst du nicht, dass es da irgendeine Internetseite gibt, die auf patte.com oder so? Ja, ja, aber er meinte, das ist immer sehr überwältigend, wenn man das so auf diesen Seiten liest und hat das mal aufs Grundlegende runtergebrochen. Und das wollte ich euch nur mal zeigen. Und wollte ich dir mal zeigen? Also nur mal eventuell Sachen. Also ich glaube, ich würde dir halt nicht alles sagen wollen, was hier drin steht, weil manche Sachen gehen halt, finde ich, schon. Oder kommen dann später, sagen wir es so. Okay, alles klar, dann akzeptiere ich das erstmal so jetzt. Das heißt, wir können uns mal mit einer Sache beschäftigen, mit der wir uns noch nicht beschäftigt haben, aber geh hier erstmal die Dialoge durch. Das bist du. Achso. Hallo, hier Professor Eich am Apparat. Ah, Thomas. Wie kommst du mit dem Pokédex voran? Ach so, jetzt kann man ihn bewerten lassen. Ja, da sind wir schon, ich würde sagen, 8 von 10. 14 Pokémon. Du bist 14 Pokémon begegnet. Aber sehr guten. Und hast 6 Pokémon gefangen. Das ist fast die Hälfte von 14. Also, das ist jetzt immer, ich kalkuliere. Suche im hohen Gras nach Pokémon. Was ich damit sagen will, das ist ganz schön schlecht. Zeige mir deinen Pokédex bald wieder. Na, das ist doch nicht bewerten. Tüt einfach aufs Knopf gelegt. Ich brauche Hilfe. Ja, ja, suche in grobem Gras da Pokémon. Tüt. Hattest du Lind jetzt mal angerufen? Nee, aber Eich.
Weil wir haben ja auch das Ei bekommen, ne? Ja, richtig. Hallo, Thomas. Warte mal, ist es ein Lindei? Ein Lindei? Ein bisschen, ne? Okay. Was macht das Ei? Hat sich schon was getan? Ruf mich unbedingt an, sobald es was Neues gibt, ja? Ich glaube, du sollst wirklich einfach weitergehen. Ja, okay, dann gehen wir erstmal ein bisschen durch die Gegend. So, erstmal auf dein Pokémon, auf die Übersicht. Auf mein Pokémon? Ja, auf so die Übersicht? Auf, einfach auf. Das war schon wieder der falsche Knopf. Ich kann nicht hingucken, dadurch, dass das jetzt alles kleiner ist. Aber du siehst es doch bei. Ja, aber ich muss ja immer auf X drücken zum Beispiel. Ja, das ist ja aber nicht. Nee, das ist, wenn man nicht hinguckt, ist gar nicht so einfach, weil ich habe einen sehr großen Daumen. Ich hab, also ihr mein müsst Daumen euch, ihr müsst euch halt vorstellen, wir haben, also Mats hat einen stinknormalen 3DS in der Hand, aber der ist halt verbunden mit diesem Capture-Gerät. Ja. Und wir haben auf dem Fernseher, so wie ihr, links groß das Spielbild und rechts klein den Touchscreen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, auf den DS gucken zu müssen. Ich kann auch nicht, weil das Mikro direkt da drüber ist. Ja, genau, wir nehmen gar nicht mit anderen Mikros auf. Also geh mal auf ein Pokémon, was nicht das Ei ist. Das ist schon wieder eine Herausforderung. Ja, okay, also hier haben wir Wurst. Genau, mach mal Bericht. Weil wir haben ja schon letztes Mal was festgestellt, da wesenmäßig. Ja. Und wenn du jetzt auf ein anderes Pokémon gehst, haben die vielleicht andere Wesen. Forsch. Genau. Und der gute Moritz hat uns hier so eine Übersicht mit ausgedruckt, wo steht, was diese Wesen zu bedeuten haben, weil sie haben immer sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die verschiedenen Stats des Pokémons. Zum Beispiel, Haustein hier ist naiv. Ja. Jetzt gucke ich mal, was naiv macht. Ich muss nur finden. Genau. Das heißt, es hat dadurch, dass es naiv ist, einen höheren Initiativewert, so rum. Ja. aber schlechtere Spezialverteidigung. Okay. Und jetzt geh noch mal auf ein anderes. Zaghaft. Zaghaft heißt weniger Spezialangriff, dafür mehr Spezialangriff. Moment. Was soll das denn heißen? Es ist genau in der Mitte dieser Tabelle hier. Okay, ich verstehe das System schon gut. Na gut, ignorieren wir das mal. Forsch. Verstehe ich jetzt nicht, aber egal. Forsch. Forschmann. Weniger Initiative, mehr Spezialverteidigung. Okay. Mäßig ist. Ist eher so mäßig. Also ist weniger, dein Wesen auch so mäßig. Weniger Angriff, dafür mehr Spezialangriff. Okay. Ja. Und das ist wieder Forsch und dann haben wir noch ein Ei. Okay. Er schreibt auch dazu, mit der dritten Generation wurden ebenfalls die Wesen eingeführt. Diese sind für jedes neue Pokémon zufällig. Jedes Porenta hat somit ein zufällig generiertes Wesen. Kein Porenta ist wie das andere. Außerdem kann jedes, finde sehr schön, dass das alles am Beispiel von Porenta passiert. Außerdem kann jedes Pokémon jedes Wesen haben. Unten siehst du, wie die Wesen sich auf die jeweiligen Statuswerte auswirken. Dabei sollten die Wesen im Idealfall den Stärken eines Pokémon entsprechen. Meine große Stärke liegt im physischen Angriff. Ich glaube, damit meine ich auch Porenta. Dadurch wären somit solo, hart, frech oder mutig passende Wesen, je nachdem, welche Schwächen man dafür in Kauf nehmen will. So, genau. Okay. Finde ich halt ganz, ganz schön. Danke für die Erklärung. Das ist tatsächlich interessant. Ich weiß noch nicht, ob es mir irgendwas bringt. Nee, das Ding ist auch, und das habe ich mir auch mal aufgeschrieben, weil ich das kurz ansprechen wollte. Es gibt ja ganz viele Tipps, wo Leute sagen, ja, und im Midgame müsst ihr dann aufpassen, da ist dann die Levelkurve und hast nicht gesehen. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass ihr diese Tipps gebt und eventuell kommen die auch nochmal irgendwann und sind hilfreich. Aber ich will eigentlich das Spiel durchspielen, so wie du es halt spielen würdest, weißt du? Ohne jetzt auf dieses Min-Maxing ausgehend, ohne jetzt darauf zu achten, okay, ich muss unbedingt ein Pokémon in dem Levelbereich haben, sondern einfach spielen, wie es so kommt. So. Wie du es halt auch spielen würdest, wenn du es jetzt zu Hause sehr spielen gut. würdest. Natürlich. Sehr gut würdest du es natürlich spielen. Ja, so. Weil ich das halt in dem Fall unterhaltsamer finde. Und falls man dann mal die Hilfe braucht, dann kann man sie ja dann in Anspruch nehmen. Das stimmt. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum wir da nicht in effizient möglichster Form vorgehen. Ich weiß, dass das manche von euch frustriert, aber dann ist das, glaube ich, nicht so richtig das Let's Play für euch. Möglich. Ich glaube aber, die meisten sind da ganz dankbar für diese frische Perspektive, damit man nicht vorher bereits irgendwie alle Informationen hat und dann darauf aufbauend sich sein Pokémon-Team zusammenstellt, sondern eben einfach mal so reingeht in die Welt und mal gucken, was passiert. Ja. Weil ich glaube, wenn wir das auch nicht bei Pokémon Blau und Rot gemacht hätten, hätten wir halt nie Patte genommen. Richtig. Weil Porenta jetzt statmäßig ist jetzt nicht das geilste Pokémon. Aber das hört Patte wahrscheinlich nicht so gerne, aber ich bin geneigt, dir zuzustimmen. Ach ja, okay, also hier waren wir jetzt ja auch schon unterwegs übrigens. Ich laufe jetzt ja gerade mal einfach so mal ein bisschen Und auch hier nochmal der Hinweis, bitte keine Spoiler posten, aber das schreibe ich auch ab und zu in die Kommentare. Naja, das ist wohl wahr. Genau, also hier waren wir jetzt Genau, hier unterwegs. Konntest du auch weitergehen. Geh mal einfach unten weiter rechts, die Straße. Weiter, genau, unten rechts ging es weiter. Weil hier haben wir ja schon uns ein bisschen umgeguckt. War mäßig spannend. Festgestellt, das war alles weird.
So, hier waren wir aber, glaube ich, noch nicht. Ne? Es wurde übrigens auch die Frage gestellt, und ich glaube, wir haben es noch nicht beantwortet, warum eigentlich Gold? Aber lese erstmal vor. Auf den Steintafeln sind Zeichnungen. Ich habe versucht, sie ein bisschen zu bewegen, aber ich habe immer noch keine Ahnung, zu was sie gut sind. Dialoge der Dialoge willen. Entschuldigung? Ja. In den Alf-Ruinen wird dir Geschichte zum Anfassen und Bestaunen geboten. Du darfst gerne auch mal versuchen, die Steintafeln zu bewegen. Ich habe den Verdacht, sie möchten, dass ich Steintafeln bewege. Ja, ich glaube, haben wir das nicht schon gemacht? Weiß ich nicht mehr. Kann sein. Und dadurch überhaupt erst das mit dem Inkognito zustande kam. Ja, geh mal weiter. Na gut. Auf Wiedersehen. Also. Ich habe am Anfang, also ich habe Heartgold und Soul Silver gekauft und habe Mats einfach beide Cover gezeigt und gefragt, welches er lieber mag. So ist entstanden, welches wir hier spielen. Und ja, ich habe dann das jeweils andere genommen. Jetzt dürft ihr auch raten, was drauf war. Da war ein Vogel drauf. Ich glaube, das hat gereicht. Knofensa. Haben wir schon eins? Hey, wir haben uns beschwert, warum im Knofensa-Turm keine Knofensas waren. Richtig, jetzt kommen sie. Jetzt kannst du eins fangen und das kannst du tauschen an der einen Stelle gegen einen Onyx. Richtig. Erstmal hauen wir ihn aber auf in den Viola auf die Mütze. City. Gucken wir, ob das schon... Nee, das sollte noch nicht töten. Okay, das sieht doch gut aus. Jetzt hätten Volltreffer kommen müssen. Wäre eigentlich das perfekte Timing gewesen. Aber wenn ich jetzt nochmal so haue, dann... Guck mal, er ist effektiv gegen dich. Ja, das stimmt. Das, wenn du nochmal einen Tackle machst, ist er wahrscheinlich hin. Vielleicht einfach schon mal versuchen... Steinwurf. Nee, der macht ja noch mehr Schaden. Ich weiß. Obwohl, ist nicht effektiv. Ah, ich weiß es nicht. Ich schmeiß trotzdem mal. Wir haben ja noch zwei. Da kann man mal einen, kann man mal einsetzen für Blödsinn. Genau. Eins, zwei, drei. Jawoll. Drei. Knofensa wurde gefangen. So, denkt ihr schon mal einen Namen aus? Ja. Knofensa, obwohl sein Körper sehr schmal ist, schnappt es blitzschnell nach Beute. Möchtest du dem Knofensa einen Spitznamen geben? Dem sein Knofensa gebe ich jetzt gerne einen Namen. Oh, guck mal, wie es springt. Das stimmt, es ist sehr klein. Dass die jetzt auch alle so individuelle Sprites haben, ne? Und nicht mehr diese. Ja, das stimmt, nicht immer gleich. Ja, das gefällt mir sehr. Ach komm. Gestern Currywurst gegessen. Oh Gott, wie kommt das jetzt? Na, es gibt hier. Was? Knoppe. Auf jemanden ins PC übertragen. Ja, da müsst ihr jetzt... Was ist denn Knoppe? Nein, es gibt doch hier, also in Berlin gibt es ja so viele Leute, die sagen hier, weiß ich, Curry 36 ist die beste, und dann gibt es Leute, die irgendwie sagen, Knopke ist die beste, und irgendwie war ich jetzt gerade so bei Knoppe. Finde ich gut. Also Knoppe ist ein Berliner Currywurst? Nee, eigentlich nicht, aber es war mir jetzt gerade so im Sinn. Nein, was ist denn dann Knoppe? Ja, nix. Ein Knoppe ist das hier, ein Knofensa. Das ist so wie, wenn ich dich jetzt Toppe nennen würde. Ja, aber ich verstehe die Herleitung mit der Currywurst einfach gerade nicht. Ja, dann macht ja nichts. Das musste ja gar nicht unangenehm sein. Was ist denn das? Ein Voltilamm. Ist das Elektro, weil ja, das Volt drin hat und Lamm ist? Ja, guck mal, ist das nicht toll? Ich mag das Pokémon voll gern. Das ist aber nicht effektiv gegen mich, das kann ich dir schon mal sagen. Das stimmt. Krieg ich jetzt trotzdem. Deswegen wäre es wahrscheinlich auch tot beim Steinwurf. Ja, guck mal. Okay, aber hier. Das könnte dein erstes Elektro-Pokémon sein. Voltilamm ist so ein toller Name. Akku ist doch perfekt, dass mein Angriff sinkt. Dann kann ich den nämlich nochmal hauen. Oh. Und dann... Oh, den letzten Pokéball benutzen. Ja. Sollten uns mal neue holen. Ja, das stimmt. Wir wollen ja eh das Knofensa tauschen, oder willst du Knofensa behalten? Aber du hast ja einen Pflanzen-Pokéball. Knoppe, meinst du? Knoppe. Ich weiß nicht, von wem du sonst geredet hast. Ja. Ja, das finde ich gut. Ich weiß aber nicht mehr so richtig, Knoppe, wo das war. Knoppe wird getauscht. Knoppe wird getauscht. Naja, getauscht. Viola City ist einfach den Weg zurück. Das ist die Stadt, aus der du gerade kommst. Voltilamm. Yay! Voltilamm. Jetzt findet man einen besseren Namen als Voltilamm. Naja, also alles, was wir mit Volt haben, wir halt gemacht schon mit Voltemort. Voltemort ist schon der Zenit. Ja. Muss dir einen anderen Begriff aussuchen. Voltilamm lädt es sich statisch auf, verdoppelt sich sein Umfang. Oh. Wer es berührt, erhält einen Elektroschock. Ist das, weil es auf Wolle ist und wenn du Wolle so reibst, dann fängt es an elektrisch zu knistern und irgendwann gibt es halt so ein mega... Bestimmt. Sind auch schon Superschurken entstanden. Ich mag auch da Voltilamm-Wolle. Ja, Voltilamm-Wolle. Diese Beschreibung. Mein Name ist Voltilamm, es klingt wie so eine Kinderfigur. Voltilamm-Wolle. Jetzt hüpft das da auch. So, Mats. Okay, möglicherweise habe ich hier was. Ich bin sehr gespannt. Es ist jedes Mal, also... Ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert. Aber müsste man machen, oder? Doppel-L?
Was? Naja, von Volt und Wolle. Ach so. Ist Volte. Volt. Oh, das sieht aber mega falsch aus. Volt. Ja, komm. Besser wird's jetzt nicht. Wir müssen uns erstmal wieder rein. Deswegen ist das jetzt Volt. Heißt es auch nur Volt? Ja, es heißt jetzt nur Volt. Na gut. Mit Doppel-L. I guess. So, Knoppe. Das war sehr schön. Können wir nicht nach Norden wollen wir einmal gehen? Zurückgehen, auch um Pokébälle? Wir auch und hier geht's auch nach Viola City. Mein Orientierungssinn ist voll entwickelt. Ja, stimmt. Es gab ja noch einen Ausgang, einen südlichen in der Stadt. Was diese Apricoco gemacht haben wir ja auch schon wieder vergessen. Ich weiß, da hatten wir schon drüber geredet, aber... Der Anwendung kommt noch. So, wo war denn... wo war denn der Dude? War also erstmal, du musst ja Knofenser erstmal in dein Team reinholen. Komm, kann man da nicht einfach sagen, nee, das ist der... Das weiß ich gar nicht, ob den man aus der Box raustauschen kann, aber ich glaube nicht. Das war Ach nee, das ist die Arena. Ja, ich war gerade auch verwirrt. Das würde ich aber gerne mal ausprobieren, weißt du, ich glaube, das Pokémon Center ist hier rechts. Nee, aber der Typ, weißt du, wo der Typ war? War der nicht unten links? Hier links ist doch ein Häuschen. War der nicht da drin? Probier es jetzt einfach mal, weil wenn das geht, dann hat sich da schon wieder jemand Gedanken gemacht. Ich glaube hier war es doch bestimmt. Morgen machen die du im Tausch mit anderen Trainern, das lassen wir schneller und leichter trainieren. Nee. Wahrscheinlich der andere. Ja, ich würde jetzt danke. Hey. Wie er weggegangen ist. Ich sammle Pokémon. Sag mal, hast du vielleicht einen Knofenser? Würdest du das gegen meinen Onix tauschen? So, jetzt gucken wir, was passiert. Ich hab nur einen Knoppe. Nee. Ja, das ist. Das ergibt aber Sinn. Ja, das stimmt. Das weil stimmt. Hier steht auch kein Computer. Das stimmt. Dann müssen wir leider. Müssen wir Knoppe nochmal wieder. Ja, wieso leider? Ach, der arme Knoppe. Er hat es nicht einfach. Schon gar nicht bei uns. Ja, aber so richtig schwer hat das auch nicht, weil er ja sofort weggegeben wurde. Das stimmt. Das ist wie irgendwas aus dem Tierheim holen und dann. Nee, irgendwas auf der Straße wegfahren und sofort ins Tierheim geben. So. Andererseits. Ablegen. Das Tierheim tauscht ja kein anderes Tier dagegen. Das wäre auch ein bisschen weird, finde ich. Ja. So. Ich habe einen Spatz, was können Sie mir dagegen tun? Hallo, ich habe einen Spatz gefangen. Was kriege ich da? Eine halbe Katze? Nehme ich. So, jetzt kann ich hier aber nicht direkt was mitnehmen. Das ist ja ein bisschen blöd. Du musst erst was ablegen, ja. Ich habe schon was abgelegt, aber man muss hier trotzdem dann immer noch auf Nehmen geben, was blöd ist, wenn man sowieso in der Box ist. Warum kann man auch Pokémon bewegen? Oder ging das erst später? Mitnehmen. Also hier gibt es zumindest noch zwei verschiedene Funktionen. Ja, was war denn dann bewegen? Ja, keine Ahnung, kann ich die wahrscheinlich hier von links nach rechts sortieren. Ja, mach mal. Da gibt es nur Items bewegen. Willst du mal wissen? Ach, bewegen, ja. Ja. Okay, du ordnest sie einfach in der Box. Ja. Ich nehme dich und tue dich dorthin. Verstehe. Kannst was schreiben mit den Ginkognitos? Das stimmt. Das, ja. Wow. Hilfe, ich werde gegen meinen Willen bei Timecode 3 festgehalten. Ich musste noch ein paar fangen. Ich überlege gerade, ob ich hier nicht mein Elektro-Pokémon, ob ich nicht hier... Also ja, was hast du denn momentan noch im Team? Kein Elektro-Pokémon. Das ist korrekt. Warum? Was? Warum ist jetzt eins rausgegangen? Du hättest doch jetzt schon nachgucken können, was du im Team hast. Knopf habe ich jetzt mitgenommen. Nein, ne. So. Das ist anstrengend. Oh Mann! Warum, wie kommst du, was drückst du denn weil da weil es immer? Y ist, weil ich immer denke, Y ist halt schön nah, aber Y ist halt dieser Quatsch. X ist für mich nicht naheliegend, das da hinzusetzen. Na gut. So, Haustein, Birdie, Hörnchen, Knoppe, Wurst. Knoppe kann ich dir aber schon sagen, da kannst du dich schon mal von verabschieden. Genau, das wird ja durch ein Onix ersetzt. Dann ist Onix ist ein Gesteins- und Boden-Pokémon und haben quasi das schon, gleiche ne? wie Haustein. Ist halt die Frage, ob dir ein Kleinstein lieber ist oder du ein Onix haben willst. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, was das Onix kann. Weil, Also es gibt noch eine... Das hat nämlich jetzt schon den Steinwurf und den Zertrümmerer. Und das war schon gar nicht schlecht. Deswegen würde ich das gerne behalten. Es gibt noch eine Sache, die ich dir, glaube ich, an der Stelle mal erzählen sollte. Kleinstein hat in dem Original-Pokémon 3 Entwicklungen, ne? Zu Georock und zu Geowatz. Und die haben wir auch alle schon gesehen in Pokémon Rot und Blau. Onix hatte in Rot und Blau gar keine Entwicklung. Ja. Das war einfach diese große Steinschlange, die Rocco benutzt hat am Anfang. In Pokémon Gold und Silber hatte Onix eine Entwicklung. Weil manche Pokémon haben Entwicklungen bekommen, die vorher keine hatten. Okay. Das macht manche Pokémon wieder ein bisschen spannender. Aber. Gleich mal direkt dazu gesagt, Patte gehört nicht dazu. Ja, natürlich nicht. warum auch?
Ich war Paddel ist schon perfekt, so wie er ist. Hast du vollkommen recht. Ich wäre also so. So, jetzt müssen wir mal gegen Onyx tauschen. Dass man es noch auswählen muss. Ich frage mich, ob das Onyx hier dann auch direkt einen Spitznamen hat. Knoppe wird zu Tobi gesagt. Tschüss, Knoppe. Mach's gut, Knoppe. Wir haben so viel erlebt, Knoppe. Mann, war das schön. Erinnerst du dich noch, als wir Knoppe gefunden haben? Du meinst vor 5 Minuten? Ja. 5 Minuten, das waren bis 2. Ich nicht mehr, weil es so egal war. 3D. Warum fliegt das weg? Ins Weltall? Was? Das fliegt wirklich ins Weltall. Was? Ich habe diese Animation noch nie gesehen. Warum? Das ist ja super. Also wenn ich etwas mit jemandem tausche, dann schmeißen wir es nicht in die Luft und haben Glück, dass dann das wieder zurückkommt. Na gut, das ist eine sehr aufwendige Animation für Pokémon-Tausch. Jawohl. Cool. Aaron? Oder Aaron? Wie willst du? Kümmere dich gut um Aaron. Kann ich doch keine Knoppe wieder zurückhaben, bitte? Oh, wie toll, jetzt habe ich mein eigenes Knopfenser. Vielen Dank. Kannst du mal auf das Onyx raufgehen? Jetzt können wir es gar nicht Onyx von nennen. Das stimmt. Da müssen wir es leider wegschmeißen wieder. Doch, kann man ihn man kann irgendwie irgendwo nennen. Ja, nee, nicht die. Guck mal, das hat ein Item dabei. Erkennst du an diesem. Ach, eine Persimbeere hat das dabei. Okay. Liebt es zu essen. Ist hastig. Wen? Mich hasst es? Nein, es ist hastig. Ach so. Sein Wesen ist hastig. Hastig, habe ich verstanden. Es hastig. Ich hasse dich. So. Ich schau mal nach, was hastig ist. Was kann das denn? Tackle, Härtner, Klammergriff, Kreideschrei. Bestimmt erhöhter Initiativwert. Ja, aber weniger Verteidigung. Aber es sind doch keine geilen Angriffe, Leute. Das ist Level 6. Das sind wirklich keine so tollen Angriffe. Ja, aber ist halt die Frage, ob du... Ich meine, du wirst wahrscheinlich das Pokémon, in das sich Onyx entwickelt, noch zu sehen bekommen. Und das Ding ist auch, das kann ich auch direkt dazu sagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, entwickelt sich Onyx nur über Tausch. Ach so. Und auch nur unter bestimmten Bedingungen. Also jetzt mein erster Gedanke ist, Aaron zu nehmen und es woanders hinzupacken. Okay. Und willst du lieber Hausstein behalten erstmal? Dafür möchte ich erstmal Hausstein behalten. Aha. Ist ja auch schon ein bisschen gelevelt. Und ich glaube, ich möchte Volt haben. Volt? Also Volt, Volt. Volt, die Name ist so ein viel besserer Name als Volt. Also auf jeden Fall machen wir das so, wie ich das jetzt will. Obwohl das hier schon cool aussieht. Und das eine musst du dabei haben, damit es irgendwann schlüpft. Ja, ne, das ist okay. Aber es hat, für mich macht das jetzt wirklich keinen Sinn hier. Nee, Zweigestein ist doof. Da bin ich ganz bei dir. Ich bin für Abwechslung. Ja. So. Weil dass man jetzt hier nicht einfach sagen kann, ich naja. Ja, es geht später. Warte, nein, die Box also weiter bearbeiten. Später in der Serie, nicht später im Spiel. Ja, das wäre aber schön, wenn man sich solche Sachen erstmal freischalten muss. Erst wenn du 2000 Millionen Poké-Dollar gespart hast. Im Dings. Gibt es eigentlich Leute, die Inkognitus benutzen im Kampf? Weiß ich nicht. Und wie traurig muss man dafür sein? So ein ganzes Team aus Inkognitos. Ich war gerade kurz davor, das jetzt einfach zu machen, weil irgendwie finde ich das schön. So, wo wir schon mal hier sind, können wir nochmal... und Pokebälle wollten wir kaufen. Oh ja, ganz wichtig. So. Einfach das komplette Geld dafür ausgeben. Plopp. Das finde ich so ein schönes Detail, dass es damit reinhoppt. Ja. Das ist generell eigentlich recht detailverliebt, die Spiele. Auch mit den kleinen Sprites und ja, so. Ja. Das wurde immer ein bisschen mehr. Topf-it. So, dann haben wir das gemacht. Schön. Elektro, Elektro, Elektro. Jetzt hast du ein Elektro-Pokémon, ist doch auch gut. Das finde ich gar nicht schlecht. Da kann man schon mal mit arbeiten. Dass die Tür so viel größer ist als das Fenster. Also wir haben jetzt einen Pflanzen-Pokémon, einen Gesteins-Pokémon, einen... Wie? Oh! Wenn es nicht Yoshi ist, bin ich ein bisschen traurig. Das ging ja schnell.